Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, das ist der Hannes. Moin. Der Hannes war ja zu Besuch oder ist gerade zu Besuch, aber er war zu Besuch, wenn ihr das seht. Und der hat mir was mitgebracht, ein Geschenk. Und das möchte ich nicht alleine testen, das möchte ich zusammen mit dem Hannes testen, weil der Hannes so ein Guter ist. Und es geht hier um, das ist hier so eine Matruschka Bier, ne? 2 Liter Bier mit 4,7%. Das ist hier mit so einem, kann man da Bügelverschluss sagen? Ja. Weil das der Bügel ist und das ist der Gummi. Hab ich schon mal ein Gummi gesehen? Das ist aus Porzellan, ich sag's dir. Da kannst du hier, wie heißt Keramik ist es. Genau, aus Plastik, habe ich doch gesagt. Das steht auch hier drauf. Wir drehen es mal andersrum. Wir machen es mal kurz so. Nehmt euch mal hier vor, zeigen euch mal, was wir sehen, nämlich den, der vorbeifährt. Und dann sehen wir hier noch Adlerkönig Urtyp Hell. Und guckt euch doch das Design an. In diesem Keramikkrug, aus diesem Plastikbody. Hier, das sind so, da ist hier, da sind Gewehre drauf, da sind Adler drauf, da ist so Jagdzeug, da ist so Natur, da ist alles. Ich traue mich gar nicht, den anzufassen, weil er gleich umfällt. Das rundherum ist es ein wunderbares Gebilde. Also das kannst du dir danach auch noch hinstellen und Blumen oben reinpacken als Blumenvase oder so, Gefäß. Macht das auch immer noch eine gute Figur. Jetzt müssen wir mal wieder hier vorstellen. Müssen wir wieder gucken, dass das passt. Wir wollen jetzt hier sitzen, bis das leer ist. Klingt komisch, aber eigentlich ist das ganz normal. Wir haben uns nämlich jetzt hier 2 Gläser mitgebracht. Fat and Happy von den Simpsons. Plus einmal ein Okay. Humor, Sadie, Fight, ne? Auch von den Simpsons. Und da passen ja 0,5 rein. Das ist 2 Liter, das heißt, das sind eigentlich 4 Gläser. Das heißt, das sind 2 Gläser für jeden. Das heißt, das sind 1 Liter für jeden. Das sind 2 Bier für jeden. Das ist ja eigentlich, das ist wie Chill mit Ramses am Montag, sind das einfach nur 2 Bier. Das ist nichts Schlimmes, obwohl am Montag brauchen wir dann immer 4 Stunden. Heute geht es bestimmt schneller, sage ich mal. Ich habe hier meine Newsbrille dabei, die wollte ich eigentlich aufsetzen, um vorzulesen, was da drauf steht, aber da wird nichts weiter drauf stehen, außer die Zutaten. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, dann ist schon wieder Englisch, also mehr ist da nicht drin. Und hier steht nochmal Bier, Urtyp Hell, Adlerkönig, Lager, Bier, unfiltriert, gebraut und abgefüllt, irgendwo in Sulzberg. Sulzberg. Germany, genau, 6. Dezember 22 ist es auch haltbar, deswegen machen wir das jetzt mal auf, aber wir nehmen wieder die blöde Brille ab. Da musst du hier, ich glaube, da müssen wir hier den Bab wegmachen. Bibabo machen wir mal ab und hier tust du dann das hier hochmachen. Ui, den machst du hoch, hast du das gehört? Und es läuft. Achtung mal, da können wir jetzt aber nichts machen, das tut mir jetzt aber leid. Und es läuft. Sieht auf jeden Fall aus wie der Undertaker, der sich jetzt hier breit macht. Ah, ein bisschen Druck dran, egal. Ich werde jetzt mal dem Gast einschenken, das heißt, wir werden das jetzt mal hier so tun. Schon schlecht, deswegen kommt auch alles raus. Tun wir dem Hannes jetzt den Bier in diesen Glas rein. So. Ui, das. Schon ist es fertig. Wir müssen es ja nicht gleich voll machen, dann sind es halt mehr als 2 Gläser. Es schäumt halt. Obwohl wäre besser, sonst trinkt einer mehr als der andere. Das geht auch nicht. Sieht aber jetzt ungefähr gleich aus. Wir tun den Humpen mal hier hinterstellen, damit er nicht die ganze Zeit im Bier ist. Ihr habt jetzt hier diesen schönen Milchshake sozusagen. Ich würde sagen, Prost, Hannes. Kämpf dich mal durch den Schaum durch. Lass dir Zeit, wir haben Zeit. Das ist so ein Video, das machst du drauf, wenn du müde bist, damit du schlafen kannst, weil da dann nicht viel geredet wird. Und wenn du aufwachst, dann schlafen wir und ja, würde ich auch dazu sagen. Deine Gedanken sind jetzt keine, ach, ich bin lieber ruhig, da laufen nämlich immer Leute, deswegen. Riecht auf jeden Fall nach Bier.
Was? Was war's? Wo? Das Warum? Ist doch. Das ist irgendein anderer Geschmack vom Hellen, was ich eigentlich sonst eigentlich kenne. Aber sehr gut. Wie schmeckt denn Helles? Ja, meine ich, aber es ist halt einfach, habe ich das Gefühl, es schmeckt etwas anders. Schmeckt dunkel oder was? Ja, mehr heller als hell. Wieso wird das falsch abgefüllt? Ich bin ja noch nicht durch den Schaum gekommen. Mein Bein brennt plötzlich wieder wie Feuer. Ich glaube, das Bier ist einfach bis ans Bein runtergelaufen und deswegen habe ich jetzt schon wieder Aua. Aber ich mache jetzt mal richtig, dass das auch das Gelbe meinen Mund erreicht, ja? Mensch, das schmeckt auf jeden Fall anders, ja. Ja. Sag ich auch. Ich habe keine Ahnung, was ist. Ja, was heißt denn anders? Heißt anders jetzt gut oder schlecht? Oder? Eher gut, also so eine Kombination aus allem irgendwie. Außer Pilzen, ja, aber sonst ist eine Kombination. Weil es dem Hannes schmeckt, schmeckt es mir dann nicht. Und dann haben wir wieder das Gleichgewicht hergestellt, sagen wir mal so. Na, ich weiß nicht, ich hab jetzt nicht so einen typischen Biergeschmack, wenn ich das trinke. Ich habe ja gerade bei den Adventskalendern hast du so viele verschiedene Sorten immer dabei. Du kennst ja mittlerweile alles. Jetzt probierst du das, hätte ich meine Augen zu, würde ich jetzt im ersten Moment gar nicht merken, dass das wirklich Bier ist. Es schmeckt sehr leicht, ist nicht so bitter. Es vielleicht sogar ein bisschen wässrig, aber mit Kölsch würde ich es jetzt trotzdem nicht vergleichen. Es ist halt Helles. Helles ist halt nicht... Urtyp, sondern Helles ist, versteht ihr, das ist halt ein Urtyp. Guckst auf den Boden, ist dunkel, guckst in den Himmel, ist hell. Vorne kommt gleich vielleicht noch ein bisschen Sonne raus, aber das hilft ja alles nichts. Ich würde sagen, suchen das jetzt mal wegzuziehen. Jo. Und dann schenken wir noch mal ein, weil auf jeden das Fall. War jetzt der erste Eindruck. Der zweite Eindruck muss noch her. So, das ist gut. Der Schaum vom nächsten ist schon noch mit drin geblieben, sodass hier jetzt das Gelbe einfach nur reinkommt, weil der Schaum ist ja schon da. Das finde ich sehr gut und ich merke jetzt, da kommt wirklich so ein bisschen Sonne raus in dieses Fenster, spiegelt und geht genau hierher. Ah, es wird aber trotzdem nicht warm. Ich muss sagen, es ist ein ziemlich kühler Wind. Ne? Ja, es sieht schön aus, aber es ist kühl. Hannes hat extra vorhin seine Haare noch abrasiert, weil er gesagt hat, es ist so warm, da schwitzt er sonst. Jetzt bereut er es wieder. Ja. Jetzt hätte er doch gerne seine Haare zurück. So, da hast du jetzt auch eine Krone oben und ganz zart läuft es jetzt hier runter, wie in der Bierwerbung immer. Es läuft. Das heißt, jetzt durch die Blöre hier reinfüllen und dann... So, ganz zart läuft einfach nur... Das ist aber unfair, wenn man das so betrachtet, hat der Hannes ungefähr so viel Bier und ich habe so viel Bier. Aber das wandelt sich ja jetzt um. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr das einschenkt. Ja. Am Anfang ist es nie so wie am Ende. Es ist nicht alles Bier, was schmeckt. Genau. Ja, jetzt muss ich mich wieder durch den Schaum wühlen, obwohl das kam ja eigentlich direkt ins Gesicht geflossen. Also fließen tut's gut, sagen wir mal. Es hat eine gute Fließfähigkeit durch das Glas. Definitiv. Das geht gut durch. Prost, Hannes. Prost. Probier mal die zweite Stichprobe. Vielleicht merkst du einen Unterschied jetzt. Sehr fluffig. Der Schaum, der haut rein. Ich merke nur, dass die ganze Nase jetzt da drin gehangen hat. Habt ihr auch manchmal eine Biernase? Schreibt es mal in die Kommentare. Boah, vor allem ist das schwarz innen, ne? Das sieht richtig gefährlich aus, wenn ihr hier mal reinguckt. Da, alles schwarz. Seht ihr das? Wenn das da irgendwo steht, würdet ihr dann da reinkriechen oder hättet ihr Angst da drin, weil es so dunkel ist? Also. Ich würde eine GoPro am Seil vielleicht reinlassen an eurer Stelle, um zu gucken, was da drin alles los ist. Aber so jetzt, wie ich hier sitze, würde ich da gar nicht reingehen. Ich würde auch gar nicht reinpassen. Ne? Du fühlst dich bestimmt wohl, du bist ja immer schwarz gekleidet. Natürlich, ich liebe die Nacht. Obwohl ich sehe gerade, es gibt gerade nicht viel Unterschied zwischen uns. Außer, dass ich hier was Weißes auf den Ärmeln habe. Ne?
habe ich schon vorausgedacht, um nicht ganz unterzugehen. Falls es dunkel wird, dass die Arme leuchten, natürlich. Jawohl. Ja, aber ich finde, es schmeckt sehr gut, das Bier. Sehr gut. Ja, das Helle ist, ich glaube, das werde ich mir öfters holen. Öfters? Ja. Auch in dem Krug drin? Ja, natürlich, gibt es ja nur in dem Krug. Das gibt es nur in dem Krug. Die haben keine Flaschenabfüllung oder nein. Dosen. Nein. Ja, dann hol dir doch mal ein Sixpack, ja? Das sind ja dann... Von dem her Sixpack? Es kommt nach Liter. Wenn es 12 Liter sind, dann ist das was. Ein Hektoliter. 1,2 und noch mehr, fertig. Hektoliter. Naja, wenn nicht. Ich meine, man kann es ja trotzdem so in die Hand nehmen, wie ein Bierkrug. Und dann natürlich. Schüttet man sich das. Das ist dann für den Hannes sein zweites Video. Der macht dann ein Biertasting alleine, wie er das auf ganze Ding einfach reintrinkt. Und sagt dann, ja, das schmeckt. Genau. So, ich habe schon wieder vergessen, wie es schmeckt. Das heißt, ich glaube, wir müssen nochmal einen Schluck anziehen, trinken. Ja. Stell dir mal vor, es wäre Sonntag. Zufällig ist auch Sonntag. Was macht man am Sonntag? Solche Videos. Das ist wie beim ersten Mal. Das Bier ist leer. Der Schaum ist einfach noch da. Bei dir ist weniger Schaum. Ja. Das heißt, du kriegst mehr Bier. Ich krieg mehr Schaum. So, wir schauen jetzt nochmal. So, man muss ja nur immer, nicht wie bei Montag, wenn man dann immer, ne, obwohl vom Schaum her sieht es genauso aus wie am Montag, dass da einfach nur alles hochgeht. Lässt sich halt schlecht einschenken hier mit diesem Gefäß, also das ist ja jetzt kein normales Standard. Genormtes DIN-Gefäß. Das ist ja alles irgendwas anderes. Aber was meinst du zur Farbe? Weiß und gelb. Weiß zur Farbe. Ja. Sieht ein bisschen trüb aus. Das würde bei mir im Adventskalender vom Schaum wird es auf jeden Fall eine 10 kriegen, weil so viel Schaum habe ich noch nie gesehen. Es perlt, ne? Also wenn man das so sich anguckt, dann perlt das natürlich. Da perlt das ein bisschen, aber es könnte, die Farbe könnte an sich kräftiger sein und klarer. Aber es ist ja ein helles und die hellen, die sind eben nicht so Bernsteinfarben. Die sind ja. Eben so, es wirkt halt ein bisschen ausgewaschen. Ja. Du kannst auch nicht direkt durchgucken. Du versuchst durchzugucken, aber. Da ist eine Wand dazwischen, eine helle Wand, ne? Ja, definitiv. Das heißt, ich bin kein Heller, ich bin nicht ganz so hell. Das sind wir beide ja nie. Ich bin nicht so irgendwas, ihr versteht schon, was wir meinen. Aber jetzt, wo wir die Farbe analysiert haben, können wir auch mal den Geschmack testen, vielleicht... Mal gucken, wie das schmeckt. Dann wünsche ich dir einen Prost. Ne? Prost, ne? Es ist ja Sonntag und was macht man am Sonntag? Man probiert natürlich helles, trübes. Genau. Ach komm. Urtyp. Da ist so wenig noch drin. Ich trink's gleich nochmal aus. Der Hannes bei dem, ich weiß nicht, wie der das macht. Prost. Der Hannes hat gefühlt immer das Doppelte und Dreifache von mir in dem Glas drin. Kommt's durchs Einschenken, kommt's durch sonst was? Ich mach den mir heute gefügig. Hier sieht man auch schön, wie das Bier runterläuft, über die Jacke abperlt. Oh ja. Bei mir aber auch. Könnt ihr trinken, ohne dass es runterläuft? Na. Dann habt ihr den ganzen Spaß verpasst. So hat man noch was für später. Genau. So müsst ihr das trinken. Das Auffangbecken hängt auch schon unten rum. Guck, ich habe gewonnen. Ich habe mehr Schaum. So viel Schaum ist noch da. Fast das ganze Glas ist voll. Hannes, der versucht zwar, aber sein Turm ist noch nicht so groß wie meiner. Ja. Also, das können wir dann als Milchshake verkaufen. Irgendwo. Genau. Soll ich mir mal zuerst einschenken und dann dir? Weil es vielleicht liegt es an der Reihenfolge. Ich tu mal mach jetzt. Mal, ja. Und dann ist nichts mehr drin, oder was? Warte mal. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Machen wir mal so. Stellen das mal kurz ab. Machen das gleiche hier. So, jetzt nennt man das ja auch Urtyp. Habe ich keine Ahnung, aber
Schützt die Rahmen, ja genau. Oh mein Gott. Wunderbar. Pass auf, und jetzt hier. Ach hier. Schenk mal bitte selber. Jo, ja. Mein Arm ist nicht so lang. Den habe ich letztes Jahr verkürzen lassen, weil der immer überall festgehangen hat und jetzt ist er kleiner. Und Spaß. Habe ich verlängern lassen, nämlich. Das sah aus wie T-Rex und deswegen. Ich habe gedacht, mit längeren Armen kann man mehr Bier tragen, aber das war ein Trugschluss, sage ich mal. Jetzt ist der Bottle auch schon leer. Und darauf, dass der leer ist, erstmal ein Bier trinken, würde ich sagen. Machen wir es wie Naturin. Genau. Grüße gehen raus. Ne? Vielleicht lernt der Hannes den Naturin ja auch mal kennen. Vielleicht noch dieses Jahr. Wer nicht weiß, was passiert. Auf die dicken 4 soll ja noch gemacht werden. Und da wollten wir ja eh zusammen mit Iswo Hannes, der Iswo ist zweimal dabei, mit Iswo Hannes, Naturin und Ramses. Und Ramses seiner neuen Brille dann. Die lasse ich als Andenken dann dort, wo wir waren. Ja. Die Aussage war schon da. Wir wollten irgendwas. Genau, das ist dieses Jahr dann. Prost, Hannes. Prost. Probier doch erstmal einen Schluck von deinem Bier und guck mal, wie es schmeckt. Wichtig ist natürlich, nicht alles mit Eimer reintrinken. Ja? Nach einem Urtyp. Wir sind ja keine Säufer. Das heißt, wir lassen einen Schluck übrig und den trinken wir danach auch noch. Wie sich mir jetzt die Frage stellt, was macht man mit dem Schaum? Willst du mir sagen, wenn du das 3 Jahre stehen lässt, setzt sich das noch alles ab und wird dann auch gelb und dann ist das auch so zum Trinken? Ja, keine Ahnung. Macht auf jeden Fall jetzt nicht den Eindruck, erstmal. Aber ich kenne mich ja auch nicht aus. Ich habe, glaube ich, noch nie Helles getrunken und war auch noch nie der Hellste und deswegen... Helles haben wir doch schon oft das getrunken, aber... Das weiß ich ja nicht mehr, ich merke mir ja nichts. Ja, ja, da wären wir trotzdem nicht ganz helle. Das sah aber nie so aus, ja? Nee, das ist ja auch ein Urtyp. Und sonst war es immer dunkler, als wir Helles getrunken haben. Da hat man eh nicht mehr gesehen, was man getrunken hat. Ja, richtig. Auf jeden Fall, ja gut, da hat sich was abgesetzt. Da kann ich ja jetzt meinen letzten Schluck noch nehmen. Ich würde sagen, Prost, Hannes. Ich glaube, dem Hannes geht's gut. Ja, klar. Der Hannes, der muss sich schon festhalten, dass er nicht... hinten runtergibt. Dass er nicht noch eine Flasche holt, genau. Das ist bombenfest, Herr Schaum. Das ist bombenfest. Du kannst es so hinhalten. Das ist wie Eis. Oh, jetzt doch, warte einen Moment. Läuft. Auf dem Schädel kippen. Einen Schaum noch rauskriegen irgendwie. Es nimmt schon ab. Sieht immer noch aus wie eben. Es wird einfach nicht Das sieht von hier drin aus, als wäre es schon so weit, aber hier ist immer noch so ein... Allorgal. Es bleibt was übrig, es bleibt immer was übrig. Und Allorgal einfach. Aber man muss es ja nicht übertreiben, man muss ja nicht 2 Liter Bier komplett trinken. Man kann ja so ein Schaumkrönchen übrig lassen, drin lassen. Aber ich muss sagen, ich würde dieses Helles, dieses Urtyp da wirklich öfters holen. Also. Ich würde es mir nicht öfters holen, aber ich würde es jederzeit mittrinken. Ne? Genau. Das ist der Unterschied zwischen dem Bier. So. Genau. Ansonsten, vielleicht kennt das ja sogar schon jemand von euch, dieses Adlerkönig Urtyp Hell. Was es wohl nur in dieser Matruschka gibt, ja, die ihr aufmacht, der Undertaker rauskommt, ihr dann ein Versteck habt. Ne, da könnt ihr, wenn ihr immer mal einen Banküberfall, da könnt ihr euer Geld drin verstecken. Tief in der Höhle drin. Wir haben übrigens jetzt auch letztens auf YouTube aus Versehen, wir haben uns da so abends und dann haben wir ein Video gehabt, da waren auch 2 Jungs, die sind in irgendwelche Höhlen reingekrochen. Oh, immer tiefer, immer enger, sind da durch.
Boah, da hast du schon beim Zuschauen hast du schon Platzangst bekommen. Ja, richtig. Richtig brutal. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, tut halt so, als würdet ihr dieses Bier kennen, denn das ist das. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Adlerberg. Adlerkönig. Adlerkönig, Urtyp, hell. Genau. Im Matruschka-Style und Undertaker. So, dann war es das von meiner Seite aus. Danke, Hannes, für das Bier. Bitte, ja? Bitte gern geschehen, das, immer wieder. Der Hannes, der ist immer sehr gut drauf. Der ja. Hannes, der bringt immer großzügige Gaben mit. Und dann trinkt er die immer direkt hier leer, wenn er da ist, sodass ich gar nichts davon habe. Deswegen hat er auch immer den größeren Schluck gehabt. Und bin ja froh, dass ich hier überhaupt dabei sein darf. Immer. So. Lasst Hannes noch ein Like und ein Abo da, genau, auf seinem Kanal hier. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Die Newsbrille, euer Ramses. Macht's. Habe ich jetzt alles ge. Ja, ja. Ja, egal, euer Ramses, genau. Ciao.